sehr geehrte Zuschauer von ATV, wir sind hier in der Synagoge in Ahrweiler heute am 10. April und darf ich vorstellen, den Herrn. Mein Name ist Ewald Kaiser, ich gehöre zu dem Unternehmen Löwenherzschmuck. Das Unternehmen Löwenherzschmuck ist die Astrid Schuld und meine Willigkeit. Unser Unternehmen wurde 2001 gegründet, aus einer Idee heraus. Ich komme aus dem Bereich künstlerischen Bereich, aus Skulpturen und kleine Miniaturen habe ich schon immer gefertigt und dadurch habe ich auch. Wie seid ihr dazu gekommen, Schmuck zu machen auf einmal? Ja, also ich komme aus dem kreativen Bereich, also ich bin eigentlich Künstler. Ich habe früher Skulpturen hergestellt und mittlerweile hat mich irgendwo mal in einer Ausstellung auch diese kleinen Miniaturen fasziniert und so machen. Positive Energie, deshalb sind wir auf den Namen auch gekommen. Und ich glaube, das unterstreicht auch nochmal unsere Philosophie. Hier in der Synagoge kann man das auch wunderschön sehen, dass wir eine große Vielfalt an Schmuck haben in Gold und Silber mit Verbindung mit Edelstein. Und unser Publikum ist immer wieder fasziniert. Die Idee war, vor 3 Jahren haben wir hier angefangen, das erste Mal eine Ausstellung in der Synagoge zu machen. Und unser Publikum hatte uns immer wieder gefragt, wann die nächste Ausstellung kommt. So kamen wir auf die Idee, das Ganze hier in Ahrweiler 2-mal im Jahr zu machen. Mittlerweile machen wir schon 4 Events, also 2 hier in Deutschland und 2 in Luxemburg. Und wir planen auch demnächst hier in Ahrweiler auch noch eine dritte Ausstellung zu machen, weil die Resonanz einfach sehr positiv ist. Und immer wieder wird unser Geschmack gefragt. Ne? Also, ja, gut. Das euer Atelier ist auf der Burg Olbrück. Ja. Und da macht ihr ja keinen Verkauf, sondern nur reine Herstellung. Ja. Welche Materialien verwendet ihr? Also wir verwenden hauptsächlich Gold und Silber, Edelmetalle. Wie gesagt, in Verbindung mit Edelsteinen. Wir haben natürlich auch wunderschönen Stahlschmuck für Leute, die Allergien zum Beispiel haben. Nimmt ja heute immer mehr zu. Die auch diesen coolen Stahl mögen. Ne? Dieses, ach, Mann, ja. Wir machen gerade einen Film, da bist du hier auch gleich noch dabei. Ja, kleiner Werbefilm. Schneiden wir raus, kein Thema. Was für Materialien verwendet ihr? Also wir unterschiedlichsten Materialien, vor allen Dingen Silber und Gold. Und wir haben natürlich auch Buntmetalle, verwenden wir auch. Unter anderem auch Edelstahl, den wir auch. Koralle vielleicht auch? Wir haben bei den Steinen haben wir eine Vielzahl an Steinen, die wir damit verarbeiten in unseren Schmuckstücke. Zum Beispiel Lava, Koralle, Perle und Amethyst, Granat. Ja. Sieht auch immer wieder schön aus mit einer Kombination Silber oder in Gold. Herr Kaiser, herzlichen Dank. Ja, bitte.